Ja. Es ist zwar ein Lagerfeuer, aber wirklich gemütlich sieht es hier irgendwie nicht aus. Auch wenn die Musik durchaus schmeichelt. Die Statuen hier eher freundlich schauen. Irgendwas stimmt nicht. Und ich glaube, ich weiß was. Es liegt doch an den Viechern. Ratten! Schon wieder Ratten. Überall. Geht die Viecher einfach nicht los. So. Rattenplage. Ich weiß nicht warum. Die Viecher sind wirklich überall. Du kommst aus dem Nirgendwo? Habt ihr das gesehen? Die Ratte ist mutig. Haben die Statuen hier irgendwelche magischen Wirkungen und die Ratte. Tatsächlich, die Ratte wurde gleich wiedergeboren. Oder es liegt daran, dass Ostern ist und ja, wir kennen ja die Geschichte, ich muss sie ja nicht anfüttern. Die Wiederauferstehung. Die Geschichte ist so manches des Computerspiels. Ich hoffe mal, hier ist es nicht so. Wir sind nebenbei auf der Suche nach Sam. Und offensichtlich beim Klostereingang jetzt endlich ankommen. Vom Asaias. Es nützt hier vermutlich relativ wenig hier zu schreien. Ich glaube, die Pfeile bei diesem Bild sind sogar ähnlich sinnvoll. Lassen wir also lieber alles bleiben. Kümmern wir uns darum, sie nachzuhalten. Wobei, selbst ganz kurz warten. So viele Male bin ich ja nicht hier. Nein! Ja, okay. Die Aufgabe hat mich so überfordert, ich stürze mich lieber zu Tode, als Sam zu retten. Nein! Was mach ich denn? Oh, nein! Sam! Ja, déjà vu erlebnis. Okay, da kommen Sie! Sie haben es geschützt! Ich nehme die Seite! Melde Ziele! Komm schon, ihr Schweine! Achtung, rechte Seite! Der ist von mir geflüchtet. Halt sie zurück! Ganz, ganz offensichtlich scheint unser Schiff angegriffen zu werden. Und ich denke mal, das wird sich hier gleich fortsetzen. Wollen wir die Waffe nehmen? Nehmen wir mal sie. Ich nehme jetzt nicht an, dass ich hier oben bin. Schade. Ich hätte vermutlich den Gegner. Ich glaube, der ist gerade wieder zurückgelaufen. Ich weiß nicht, warum der weggerannt ist. Vermutlich habe ich mich schon lange nicht mehr geduscht und schmecke ein bisschen. Oder? Nee, der Gestank hier unten. Der hat ihn weggetrieben. Was hier leicht liegt. Das gibt's ja gar nicht. Ganze Landstriche entvölkert worden. Irgendjemand müsste mal hier das Fenster schließen, oder? Ein bisschen für Windstille sorgen. Das finde ich schlimmer. Burg angescheucht. Eigentlich wollte ich hier nur mal kurz reinschauen. Das Design hier ist noch leicht verwirrend. So, ich denke mal, das ist das Effekt wieder besser. Will sich im Nahkampf mir anlegen.
Hier wird offensichtlich japanisch gesprochen. Geh runter hier. Das ist meine Burg. Okay, ihr seid ein bisschen stärker. Und Lara ist wieder mal gewalttätig, oder? Geh weg! Nein, zu Hause. Ist der untere weg, oder? Da kommt sie schon wieder. Nein, Lara, weg, weg, weg. Wir haben so gut angefangen, wir zwei. Geben wir das jetzt nicht auf. Au, wir geben es auf. Oh, was für eine Todesart. Au. Ein Bauchpiercing falsch verstanden. Das war auch ein falscher Moment. Okay, ziehen wir ihn wieder an. Wir können das. Okay, direkt Pfeil auf Kopf. Auch das ist ein falscher Moment gedrückt. Das halte ich aber nicht aus. Pfeil im Knie. Noch ein Pfeil im Knie. Und den Bogen gestampft. Und dich. Stellen wir so. Dich auch. So, und jetzt gehen wir aber wieder in Deckung. Oh. Action-Part. Komm, fange ich immer nach der Pause direkt wieder so actionreich an. Ich für mein Herz. Weg, Lara. Komm, erhol dich ein bisschen. Hier oben in der Höhe ist die Pfosten Kraft. Was für gemeine Tricks am Lager. Verschwinde! Das ist meine Aufnahme. So. Ich hoffe, ich gehe die Munition nicht aus. Ich habe das Gefühl, hier wird es Massen an Gegner geben. Haben wir dich schon? Nein, Lara, ich will nicht nach vorne. Hier steht was Explosives. Damit bist du nicht gewalt. Du stehst ja noch nicht da. Okay. Ich würde sagen, ohne Schalldämpfer bitte. Schießen
machen wir Zielübungen auf das Schild. Seht ihr die eben? Nee, ich glaube, wir haben Ruhe. Tatsächlich, im Moment der Ruhe. Also, soweit wir davon sprechen können, weil hier der Wind lässt mit uns, aber... Das war ja klar. Weg mit dir! Da steht ein Feuer, was mir zu sympathisch ist. Ach, ja, nee. Das ist gar nicht so einfach hier. Ach, Schuss. Natürlich. Auch nicht. Okay, ihr wollt dahinter euch verstecken. Das kann ich auch. Schießt euch auf die Decke weg. Ach, das brennt aber lange. Das geht alles ein bisschen zu lange. Weg mit dir. Du auch. Stimmungsvoll ist es ja, aber was hier gerade wieder geballert wird. Das ist jeden 80er Film Schwarzenegger, der die größte Konkurrenz gemacht hat. Hier oben. Die taktische Rückzug ist manchmal die halbe Miete. Gehen wir runter. Ach, der kommt ja auch mit. Wie ich da immer versage, das ist doch egal. Aber. Lara, du bist eine Nahkampfexpertin. Naja, nicht wirklich. Ich meine. Sag mal. Reicht's einfach. Ja. Ich weiß nicht, aber wie fällt sie aus? Klar, ich glaube nicht. Wieder auf die Waffe. Ich glaube, ich komme jetzt nicht weiter. Weg mit dir, bitte. Ja, komm runter. Ja, sparst du mir den Weg? Also gastfreundlich sind sie eigentlich sonst. Sie geben einen feurigen Empfang, lassen sich selber bewusst vor meine Füße fallen. Also... Ach, okay. Die alkoholischen Getränke verteilen sie auch großzügig. Werfen sich mit. Sie machen alles, damit ich mich hier wohlfühle. Sorgen für Feuerwerk, Action-Spektakel.
Ja, dann halt. Man kann wirklich nichts sagen. Gar nicht, dass ich nicht keine Hilfe habe. Jetzt los, bitte. Eigentlich dasselbe wie immer. Ich werde belagert. Ach! Lara, weg hier. Das ist zwar nicht wirklich eine Deckung, aber... Kannst du zumindest mal den wegräumen. So, hier. Weg, Lara, weg, weg, weg. Praktischer Weg. So. Zweit, ja dann machen wir das halt ein bisschen anders. Nein! Okay, ich wollte mal ursprünglich alle Todesanimationen zeigen. Ich bin ziemlich erfolgreich darin, oder meine nicht? Danke, dass du jetzt kommst. Ach, die kommt drin. Das ist natürlich keine Schlange. Das ist ein bisschen viel auf einmal. Vier, drei Nahkämpfer. Ach. Dann gibt's halt doch keinen fairen Zweikampf. Machen wir es anders. Frames-Einbrüche sind die blödesten aller möglichen Momente. So. Hart exekutieren. Na komm. Die Maus noch ein bisschen. Ach. So. Jetzt können wir wieder fertig. Lara, nein, doch. Das blöde Feuer. Nein, ich will doch hier wieder weiterkommen. Das ist so dämlich, muss ich mich nicht anstellen. Okay, wir gewinnen jetzt keine Schönheitspreise mehr. Wir wollen hier nur durch. Ach, wenn ich wenigstens wieder ein bisschen wegtreffen würde. Wie gesagt, keine Schönheitspreise. Nur noch hier durch. Nein, Lara. Falscher Knopf. Das ist mein Fehler, nicht deiner. Ich gib's jetzt. Nein. Geh doch hier weg. Blöde Kamera. Komm mal. Ach, ich habe mal ein Kompliment gemacht wegen der Kamera. Ich glaube, das Kompliment nehme ich wieder zurück. In solchen Momenten drehe ich fast durch. Ich sehe nichts. Aber ich will jetzt hier an ihm ausreden, ich will hier eigentlich durchkommen. So. Der Waffe habe ich liegt, die einfach besser im Griff. Nee, nicht noch ein zweiter. Nackenkämpfer. Ich versage wieder.
Bring ihn um, Lara. Wir haben gesagt, keine Schönheitspreise. Egal, was du machst, fäng dich an. Das Gebrüll stimmt mich jetzt nicht gerade vor. Wer? Lara, bitte nicht! Das gibt's doch nicht! Also im Moment nervt mich ein bisschen, aber eigentlich mehr wegen dem eigenen Versagen. Es sind einfach zu viele Gegner auf einmal. Und wenn es jetzt gerade chaotisch wirkt, dann ist es tatsächlich auch nicht. Das sind vier. Das sind vier Gegner gleichzeitig. Fünf wird. Okay, jetzt reicht's. Das machen wir halt Kalle. Nein! Danke, liebe Kamera. Ich tut mir leid, dass ihr gar nichts mehr seht. Ich bin hier nur noch am Ausweichen. Raus hier. So, jetzt aber. Was für ein... Naja, nicht, wir haben es geschafft, aber das ist zu schade. Das Spiel wäre ein Ding. Schießpassagen sind ja auch okay, wenn es nicht so übertrieben wäre. Aber hier so viele Gegner gleichzeitig entgegenzuwerfen, man kann ja weder das Eckenfeuerwerk richtig genießen, noch macht es eigentlich wirklich Spaß. Also nicht zumindest macht es keinen. Hier wäre weniger einfach mehr. Aber vermutlich ist es tatsächlich eine Einstellungssache. Ihr seht es vielleicht, ich kann hier nicht richtig durch. Ich konnte nicht richtig durch, weil der Wind so stark war. Geheimnisse hat sie ja eigentlich keine. Richtig gesehen, oder? Ja. Hier ist jemand auch nicht durchgekommen. Herrschaften haben offensichtlich auch keinen Einlass bekommen. Schade. Wie gesagt, die werden ja eigentlich sonst ganz deutlich hier. Glaube ich zumindest. Nee, nicht den. Erwartet. Ich bin Schalter und Verlage. Hier sind wir nicht verleise. Wir haben den eh noch nie benutzt. Ach, still. Leise ist es. So beschaulich. Ausnahmsweise für die nächsten paar Minuten beschaulich zumindest. Dann würde ich sagen, nachdem ich mich jetzt ein bisschen genervt habe darüber, es wird natürlich noch schlimmer, denke ich mal, mach hier lieber eine Pause. Lara, hast du was zu erzählen? Nicht? Dann lasse ich die Waffen wieder für sich sprechen. 100%, 100%, 100%. Dann gibt's halt das Trommelmagazin noch. Verbessert das Nachladetempo und verdoppelt die Magazingröße auf 12 Patronen. Und wenn ich die Waffen praktisch nicht benutze, Trommelmagazin. Hab ich jetzt eigentlich. Das hier auch noch. Modifizierter Verschluss. Verbesserte Mechanik erhöht die Leistung und den Schaden. Jetzt bin ich
ich glaube, ich bei allen bei 100%, oder? Ne, 80 hier. Wird es noch weitergehen später. Wir haben aber Fähigkeiten erhalten. Das heißt, den setzen wir 100%, 100% natürlich nur noch hier ein. Und zwar Plünderung. Finden Sie bei toten Feinden versteckte Taschen, um zusätzliche Munition zu erhalten. Offensichtlich brauchen wir es langsam. Und Errungenschaft freigeschaltet. Tödlich. Ja, mehr geht nicht mehr. Also, Fähigkeiten habe ich alle erhalten. Ich bin eigentlich durch hier. Und wir können ja mal kurz einen Blick werfen, bevor ich mich jetzt von euch verabschiede. Wir sind bei 94%. Das seht ihr hier. 94%. Noch 6%. Die 6% gehen wir in den nächsten Parts an. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, mein Generve hat euch nicht zu sehr gestört. Aber das, ich finde das zu schade. So atmosphärische Spiele, wenn sie so einen Rollenbogen vornehmen, das passt mir einfach nicht so richtig ins Konzept. Da muss ich es doch irgendwie ansprechen. Naja, wir werden die Atmosphäre natürlich in der kommenden Part wieder voll einziehen. Aber im Moment werden wir uns lieber hier nach dem Wind wieder am Lagerfeuer. Auf bald. Vielen Dank fürs Zusehen.